Diese Liebesmythen kann die Forschung jetzt bestätigen. Sie ist das wahrscheinlich komplizierteste der Welt und das schönste gleichermaßen, die Liebe. Jeder will sie, kaum einer kann genug von ihr bekommen und manch einem bricht sie schlichtweg das Herz. Viele Legenden und Märchen ranken sich um die schönste Sache der Welt. Aber auch der Volksmund kennt so einige Redewendungen, die uns leicht über die Lippen kommen, ohne sie zu hinterfragen. Geht die Liebe beispielsweise wirklich durch den Magen? Und kann man an gebrochenem Herzen sterben? Diese und andere Mutmaßungen hat die Wissenschaft inzwischen erfolgreich erforscht. Das Ergebnis präsentieren wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Liebe kann für immer sein. Beginnen wir mit dem schönsten Fakt von allen, welches nun schwarz auf weiß vor uns liegt. Die Liebe kann tatsächlich ein Leben lang anhalten. Geschuldet ist dieser Umstand dem Belohnungszentrum unseres Gehirns. Eine stabile, erfüllende Partnerschaft ist sozusagen ein ständiger Bonus, der von unserem Belohnungszentrum im Gehirn als Bestätigung wahrgenommen wird. Dieses Winning-Team möchte dann logischerweise niemand aus dem Rennen nehmen. Wer also in seiner Beziehung das bekommt, was er sich wünscht, kann auch nach der Silberhochzeit noch schwer verliebt in seine bessere Hälfte sein. Die ewige Liebe findet so gesehen also eher im Gehirn als im Herzen statt. Nummer 2. Glücksfaktor Liebe. Dass die Liebe uns glücklich macht, für diese Erkenntnis bräuchten wir keine Studien. Trotzdem beweisen sie inzwischen, dass romantische Beziehungen sehr eng mit unserer persönlichen Vorstellung vom Glück und unserem Wohlbefinden verknüpft sind. Sogar Krankheitssymptome treten seltener auf, wenn wir glücklich verliebt sind. Außerdem kann eine neue Beziehung uns neues Selbstvertrauen schenken. Wir strahlen von innen heraus, gehen aufrechter und befinden uns offensichtlich ganzheitlich auf Erfolgskurs. Nummer 3. Liebe macht nicht nur blind, sie macht auch dumm. Diese Erkenntnis wird uns nicht gerade freuen, aber geahnt haben wir es ja schon immer. Nun liegen klare Beweise dafür vor, dass wir zu wenig durchdachten Entscheidungen neigen, wenn wir verliebt sind. Der relativ hohe Grad an emotionaler Erregung ist schuld daran, dass wir uns zu impulsiven Handlungen hinreißen lassen. Logik und Verstand hingegen haben erst einmal Pause. Nummer 4. Ein gebrochenes Herz kann tödlich sein. Auch hier haben wir schon immer vermutet, was nun bewiesen ist. Man kann tatsächlich an einem gebrochenen Herzen sterben. Die Medizin kennt das Broken Heart Syndrom zwar schon lange, dennoch fehlten bislang signifikante Beweise für den Zusammenhang zwischen Herzschmerz und echten Herzbeschwerden, die fast alle Symptome eines Herzinfarktes aufweisen. Besonders junge Frauen und Männer sowie Frauen nach der Menopause sind anfällig dafür. Die Untersuchung mittels EKG zeigt alle Merkmale eines Herzinfarktes. Erst beim Herzultraschall können die Ärzte dann erkennen, dass kein irreversibler Schaden am Herzmuskel entstanden ist. Auslöser für ein Broken Heart Syndrom kann der Tod eines geliebten Menschen sein, aber auch eine nicht einvernehmliche Trennung. Nummer 5. Liebe kann Schmerzen lindern. Kein Scherz, Liebe ist ein natürliches Schmerzmittel. Warum? Das starke romantische Empfinden kann vorübergehend die Schmerzrezeptoren in unserem Gehirn dämpfen. Wir spüren dann definitiv weniger Schmerzen, obwohl sie natürlich immer noch vorhanden sind. Sogar das Betrachten von Bildern mit Liebespaaren darauf kann diesen Effekt erzielen. Nummer 6. Liebeskummer ist nicht nur gefühlt eine Krankheit. Wer jemals echten Liebeskummer erleiden musste, weiß, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Hier haben uns nämlich die Hormone fest im Griff, allen voran das Stresshormon Cortisol. Dieses kann sich sogar auf unser Immunsystem auswirken, was uns anfälliger für Krankheiten macht. Wir fühlen uns also nicht nur krank, wir können es tatsächlich werden. Nummer 7. Liebe kann abhängig und süchtig machen.
Die romantische Liebe kann sich buchstäblich zu einer Sucht entwickeln. Eine Studie aus dem Jahr 2016 fand heraus, dass der typische Suchtverlauf in Form von Euphorie, Verlangen, Immunität, Abhängigkeit, Entzug und Rückfall bei junger Liebe analog zu jenem bei Drogen verlaufen kann. Stabilisiert sich die Beziehung, ebben die Suchtmerkmale dankenswerterweise ab. Nummer 8. Liebe geht tatsächlich durch den Magen. Liebe kann uns den Appetit rauben und das sprichwörtlich und tatsächlich. Fühlen wir uns zu einem Menschen stark hingezogen, wird im Gehirn das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Doch damit nicht genug. Zu ihm gesellen sich das Kuschelhormon Oxytocin und das Stresshormon Noradrenalin. Sie alle verderben uns den Appetit, indem sie unsere Blutbahnen mit purer Euphorie fluten. Dieser Hormonrausch kann auch zu Schlaflosigkeit führen. Deshalb ist es frisch Verliebten unmöglich zu essen oder zu schlafen. Nummer 9. In Wahrheit ist es noch viel komplizierter. Kannst du der nackten, strengen wissenschaftlichen Wahrheit über die Liebe ins Auge blicken? Aus Sicht der Forschung funktioniert Liebe nämlich folgendermaßen. Am Anfang steht die Lust. Sie setzt den Paarungsprozess in Gang. Dieser ist der Antrieb für alles, was uns im Zwischenmenschlichen umtreibt. Denn der Natur geht es nur um eines, maximale Fortpflanzung zur Erhaltung der Art. Dabei behilflich ist uns die gegenseitige Anziehung. Sie entscheidet, welcher Paarungspartner das Rennen macht. Dann setzt die Bindung zueinander ein. Sie ermöglicht erst eine dauerhafte Beziehung und garantiert ein sicheres Umfeld, in welchem der Nachwuchs gedeihen kann. Die Sexualhormone Testosteron und Östrogen regeln den Sexualtrieb. Serotonin, Dopamin und Adrenalin steuern, zu wem wir uns hingezogen fühlen. Oxytocin regelt die Sache mit der Bindung. Von einer freien Entscheidung kann angesichts dieser Erkenntnisse also fast keine Rede mehr sein. Unser heutiges Fazit: Die Liebe ist einfach kompliziert. Es dauert nur eine Fünftelsekunde, um uns zu verlieben. Dann sind wir bereits blind vor Liebe und haben Schmetterlinge im Bauch. Diese entstehen, weil das Adrenalin uns zur Flucht- oder Kampfreaktion antreibt. Mit der Zeit können die Herzschläge von Paaren sich sogar synchronisieren. Und das Phänomen der positiven Illusion lässt uns über so manche Schwäche unserer Partner großzügig hinwegsehen. Am Anfang jeder Liebe steht die Lust, gefolgt von der Anziehung. Diese spüren wir bevorzugt zu Menschen, die uns körperlich und sozial ebenbürtig sind. Die Stimme eines Menschen und sein unverfälschter Körpergeruch weisen uns dabei den Weg. Interessanterweise ist es auch im schier unlösbaren Fall der Liebe ausgerechnet die Dankbarkeit, die sie vor einem vorschnellen Ende bewahrt. Wer nämlich weiß, was er an seiner besseren Hälfte hat, steigert damit die positiven Gefühle ihr oder ihm gegenüber und verbessert und stärkt so seine Beziehung. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!